meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich des 31. Spieltages der Lüneburger West. Bei mir die beiden Trainer der Mannschaften, unser Gästetrainer Jens Lengenecke und natürlich unser Heimtrainer Steffen Krämer. 2885 Zuschauer sahen das 1:0 hier in der Grundburg. Herr Lengenecke, darf ich Sie um Ihren Kommentar zu spielen? Ich heiße Jens Lange und noch Stefan, oder? Ja, ist heute in der Tat sogar eine ärgerliche Niederlage, weil speziell in der zweiten Halbzeit haben wir eine gute Leistung gezeigt. Das war jetzt 150 Spiele in 16 Tagen und das mit einer ganz jungen Mannschaft. Ich habe es in den letzten Spielen schon gesehen, dass da die Substanz noch nicht so ganz vorhanden ist wie bei Männern. Das ist so. Deswegen gibt es bei uns nur 23, um den Jungs die Zeit zu geben, sich auch an den Männerfußball zu gewöhnen. Deswegen bin ich heute in der zweiten Halbzeit speziell hochzufrieden. Und genau darauf werden wir jetzt aufbauen. Wir haben noch drei Spiele. Wir müssen ein bisschen auf die Ergebnisse der Konkurrenz gucken und dann vielleicht ein bisschen auf die Ergebnisse der Relegationsspiele. Also wenn ihr da beteiligt seid, drücke ich euch alle Daumen. Ansonsten bin ich dann auch egoistisch, wenn nicht, dann auch die anderen Menschen auch aus dem Westen. Und ja, insgesamt die erste Halbzeit verdiente Führung des KFC. Wenn auch aus einer ärgerlichen Situation mit dem Pressball, aber vorher hatte Christian Müller einen richtig guten Pfostenschuss mit links. Insofern war die Führung zur Halbzeit in Ordnung. Zweite Halbzeit war mir zumindest ebenbürtig. Sind aber nicht torgefährlich geworden, sodass der Sieg insgesamt auch in Ordnung ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Langenecke, Entschuldigung für dieses Versehen. Steffen Krämer, darf ich dich mit deinem Kommentar zu schüren? Ja, also ich habe es ähnlich gesehen wie jetzt. Also, erste Halbzeit war okay, war nicht richtig gut, aber okay. Ich glaube auch, dass die Führung zur Halbzeit verdient war. Vielleicht hätten wir das eine oder andere Tor mehr machen können, aber Düsseldorf hat es auch gut gemacht, fand ich. Warum immer? Wir mussten schon auf die Balance achten, weil wir wussten, dass wir viele schnelle, quirlige Spieler haben, die mit ihrem niedrigen Körperschwerpunkt schneller dafür sorgen können, dass man in den Konter läuft. Und deswegen musste man schon darauf achten, dass es eine Restverteidigung auf dem Platz gibt, die den Namen auch verdient. Das war in der ersten Halbzeit vernünftig. Wir haben eigentlich zwar ein paar Ballverluste gehabt, die wir nicht gut zugepresst haben, aber haben, weil wir eine ganz gute Restverteidigung hatten, auch kein Konter zugelassen. Das war okay. Zweite Halbzeit war ich dann überhaupt nicht mehr zufrieden. Viele Bälle vorne nicht festgemacht, haben viele mögliche Konter- und Umschaltsituationen verschenkt, weil jeder gemeint hat, er müsste direkt spielen, anstatt den zweiten Kontakt zu nehmen und dann den Ball viel mehr Qualität mitzugeben. Wir haben auch körperlich nicht mehr so frisch gewirkt wie in den letzten Spielen, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir dann zumindest geschafft haben, dem Gegner keine Torschance zu geben. Das ist dann das Einzige, was ich aus der zweiten Halbzeit als positiv mitnehme. Und das Ergebnis natürlich, weil wir haben jetzt eine sehr gute Phase, aber die Phase sollte nicht dazu führen, dass wir jetzt denken, wir könnten hier mal im Schulgang jeden Gegner hier aus der Burg rausschießen. So ist Fußball nicht. Also Fußball ist anders. Und wenn du gegen eine Mannschaft spielst, wo viele hochtalentierte Jungs drin sind, die auch in die Liga spielen, da kannst du nicht erwarten, dass du das Spiel in der Halbzeit schon gewonnen hast. Das hat uns jetzt ein paar Mal, ist uns das gelungen, dass wir relativ früh die Spiele für uns entschieden haben, aber das ist ja kein normaler Fußball. Sondern normaler Fußball ist, dass du auch Spiele gewinnen musst, wenn du aufsteigen willst, wo du eben nicht auf dem Weg bist oder wo der Gegner eine sehr gute Leistung zeigt. Und deswegen bin ich mit dem Ergebnis natürlich heute sehr zufrieden mit der Leistung, nur in Anteilen. Da werden wir auch morgen früh drüber reden. Ich glaube, dass wir uns deutlich steigern müssen, wenn wir aus der Woche gut rauskommen wollen, die für mich eine Vorentscheidende werden kann. Aber trotzdem sage ich, dass wenn du es schaffst, wenn du das Ziel hast, aufzusteigen, musst du gerade die Spiele, wo du nicht so 100% im Spiel bist. Wenn du die gewinnst, ist das auch eine Qualität. Und wir sollten schön mit beiden Beinen und demütig auf dem Teppich bleiben, weiter unsere Arbeit machen. Und ich glaube, die Jungs haben sich nach den teilweise herausragenden Leistungen der letzten Woche auch ein Spiel verdient, wo es ein bisschen zäher ist. Das ist für mich ganz normal, dass es kommt. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich bin froh, dass wir es gewonnen haben.
Und jetzt geht es Mittwoch nach Gladbach, das nächste schwere Spiel gegen eine gute U-Mannschaft. Und da müssen wir ein paar Sachen deutlich besser machen, wie wir sollten. Ja, vielen Dank, Stefan Kimmer, für deinen Kommentar zum Spiel. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja, bitte. Ja, Simon Rösser vom Reviersport. Sie haben jetzt gesagt, es wird eine entscheidende Woche. Worauf kommt es denn jetzt in den letzten Zügen der Runde noch an? Also, was kann der Unterschied sein? Herr Rösser vom Reviersport fragt, wo es in den letzten Wochen jetzt noch ankommt. Ja, auf der Zielgeraden von so einer Meisterschaft ist der Kopf das alles Entscheidende. Also die Mannschaften, die jetzt oben sind, die können beide kicken. Und das Restprogramm lässt sich irgendwie vergleichen. Und jetzt kommt es darauf an, wer hat seine Nerven am besten im Griff, wer kriegt seine Spielidee am besten auf den Platz und wer hat das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Darauf kommt es an. Gibt es weitere Fragen von seiner Presse? Das ist nicht der Fall, da möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen beiden und auch bei Ihnen bei der Presse bedanken. Wir sehen uns hier wieder am 5.5., dann ist zu Gast um 14 Uhr der Wuppertaler SV. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch ein sonniges Restwochenende. Tschüss, sagt Ihr KfC-Lehrer.